beide Frauen. Ja, die laufen uns nach. No cap. No cap da. Gleich, wenn die weg sind, ein bisschen weiter auf die Linie selber. Was geht, Jeremy hier? Welcome back, Boys, zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit Robin Villa. Wir verpissen uns wohin. Das ist schon ziemlich geil. Bevor wir in das Video reinschauen, habe ich geisteskranke News für euch. Nämlich hat die ESN Week geschadet. Das heißt, bis zu 70% Rabatt mit dem Code Jeremy. Die krankste Aktion, die es bei ESN gibt. Die krankste Aktion dieses Jahr. Es ist wirklich geisteskrank. Geht auf ESN.com, holt euch die Scheiße, die ihr braucht. Und danach gönnt euch das Video. Let's go. Ja, sogar Restaurant, Digga. Wir sind in der allerersten, beziehungsweise wir sind eigentlich in der allerletzten Reihe. Hallo Jeremy. Digga, die Toiletten sind so räudig, ne? Ich war gerade auf den Toiletten und die Pisse steht einfach bis oben hin zur Klobrille. Das ist so eklig. Boah, lecker. Dann mach einfach auf den Boden. Ja, ich hab ins Waschbecken gepisst. Ich auch. Was geht, Jeremy hier, aka der Prank. Bro himself hinter der Cam ist der Prank. Bro Robin und wir haben euch geprankt. Bro, denn wir sind keine Step Bros. Oder doch. Nein, geht in die falsche Richtung. Auf jeden Fall sind wir angekommen hier in Polen, in Danzig. Für mich und Jeremy geht's jetzt in die Stadt. Wir erkunden mal ein bisschen Polen. Wir gehen was essen. Wir gehen Steak fressen. Wir gehen Steak fressen. Das Steak steht fest, Digga. Und danach kommt alles andere. Zuerst mal brauchen wir Fleisch. Danach kommt Steak. Alles andere. Halt, stopp, mein Lieber! Es geht hier zu weit! Es gibt Grenzen! Okay, wir gehen Steak essen. Mensch ist Mensch, oder? Außer Menschen, ja. Die Leute vergewaltigen. Die mag ich nicht. Ja, die mag ich auch nicht. Vor allem deine Kinder und sowas. Geht kleine Kinder magst du nicht? Nein. Nein, die machst du gar nicht. Doch, die machen. Nein, kleine Kinder, scheiße, die sind alle Wichser. Vergewaltiger, ja, aber kleine Kinder, nein! Nein, alle, ich liebe alle Menschen gleich. Gelogen. Also Leute, der Dude ist komplett weird und fotografiert einfach fremde Menschen. Ich weiß nicht, was er macht, wieso er es macht, aber er hat mich gerade belästigt. Ja. Ich hab coole Bilder von ihm gemacht. Wir haben coole Bilder gemacht. Guck, zeig den Leuten mal ein, zwei Bilder. Guck mal hier. Hier haben wir ein sexy Bild von Robin Wilhelm Villa. Sexy. Myers. Boah, sexy, sexy. Auf jeden Fall solltet ihr uns beiden auf Insta-Minsta reinfolgen. Jeremy.wiederkehr, RobinXVilla1. Und dann könnt ihr diese coolen Bilder sehen. Und was ihr damit privat macht, liegt bei euch privat. Ja, in der Hand, es liegt euch in der Hand. Es liegt in eurer Hand, in eurer rechten wahrscheinlich. Aber Linkshändler ist ja natürlich auch nicht ausgeschlossen. Ihr könnt natürlich auch mit links, es kann auch in eurer linken Hand liegen. Ey, kommentiert mal in den Kommentaren, ob ihr es schafft, euch selbst einzu... Wer das schafft, kriegt einen Zehner von mir. Aber mit Videobeweis. Mit Videobeweis. Natürlich nur fiktiv und nur Spaß und nicht ernst gemeint. Ja, es war nur Spaß. War nur Spaß. Bruder, von was reden wir? Ich hab ja gefragt, wer es schafft, selbst mit der Zunge an seinen Ellenbogen zu kommen. Ja. Schafft keiner. Ja, doch, scheiße, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht wirklich nicht. Was macht der Bro? Schaut's euch an. Jeremy, was ist da los? Komm, Wheelie. Mach mal ein Wheelie. Okay, Robin, du bist dran. Kannst du ein Wheelie? Nein. Nein? Starker Wheelie, Bro. Bro. Was? Ja! Wow, wow, wow! Leute, ihr seht's, wir sind in der Stadt angekommen. Guckt euch mal an, wie schön das ist. Ich habe es auf den Bildern gesehen und ich habe gedacht, es sieht irgendwie aus wie so eine Papierstadt, wie so Playmobil oder irgend sowas. Aber es sieht halt ehrlich einfach wunderschön aus. Ist halt wirklich schön. Aber was noch schöner ist, dass die Gebäude sind die Frauen hier. Also abgesehen von dem, Alter, sind halt wirklich so der Durchschnitt, was in Deutschland so eine Durchschnitt ist, so eine 4 von 10, ist halt einfach hier so eine, für eine deutsche Verhältnisse so eine 7 von 10. Und das ist halt einfach geil. Alter, stell dir mal vor mit einem Chick. Das ist so geil. Mir gefällt hier sehr gut. Ich glaube, das hier betrifft Prag, bin ich euch ganz ehrlich. Das betrifft Prag. Prag ist meine zweite, es ist jetzt Nummer 2 von wie schön, die schönste Städte, wo ich den nicht war. Jetzt geht's aber Steak fressen, weil wir brauchen Fleisch. Sonne, hallo warm. What? Von dir ist der Stil. Where are you from? Germany. Germany. German? Okay, bye. Bruder, was? Komm, lass mal. Leidisch. Komm, lass mal. Okay. Bruder, also, ich bin leicht verwirrt, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Wie folgen wir uns jetzt? Nein, kein Bock auf Menschen, die uns verfolgen. Bei Bruder in Polen, wir laufen da mit 2 Cams rum. Ja. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, die laufen uns nach. Naja. Wollen wir in das Restaurant hier gehen? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist in das Restaurant. Ja. Okay. Wir gehen da rein. Oder hast du noch was bei dir? Ja. Ich glaube schon. Bruder. Bruder.
What the fuck? Hello. Do I have a table for two? Yes, sorry. Folgendes. Wir folgen uns einfach gerade zwei, drei Dudes. Die laufen uns auf Schritt und Tritt so voll auffällig. Ins Restaurant so richtig. Englisch? Finde ich gar nicht so gut. Ne, ich finde es gar nicht cool, Digga. Finde ich sehr weh. Vielleicht lachen wir so komisch, Digga. Ich pack mal die Kamera einfach weg. Ist das laufen, das irgendwie. Ja. Und das Ding ist halt mit der Polizei, wir können uns gut verständigen, so möglich. Ja. Warum setzen sie sich jetzt auf? Weil das poppt mich gerade irgendwie so. Finde ich auch nicht gut. Ganz ehrlich. Seitdem irgendwelche Kampftechniken hier, crazy. Ich frag dir einfach gleich, wenn die weg sind, ein bisschen weiter auf die Linie selber. Ja. Oh, sorry. We don't know this guy, they followed us. Can you help us? And this guy followed us. They walked behind us and we walked away from them and they just followed us. I don't know what they want from us. Can you call yes. Cappuccino americano. Cappuccino americano. Vado. No? We don't know them. Okay, so I'm gonna make them over here. Okay? Which says no minimum alert? Also ich habe gar keinen Bock auf Stress hier, ganz ehrlich. Also ich bin, ja. No cap. No cap da. Hab ich irgendwie, also. Digga. Ich weiß auch nicht, was die wollen. Also, falls ihr jetzt denkt da draußen, hier ist irgendwas gespielt. Nee. Ich hab gerade wirklich ein bisschen Angst. Also, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich hab auch. Da habe ich sehr großen Respekt vor. Digga, das Ding ist, also, wenn es jetzt ein oder zwei sind, ist okay, dann habe ich nicht. Also, ne? Aber auch da, ich gehe lieber Konflikten aus dem Weg. Ja. Aber gut, dass du so unauffällig unterwegs bist, Bro. Ja, Bruder. Bitte. Aber ist mitten in der Stadt, am helllichten Tag. Bruder, ich laufe in der Nacht nicht mehr rum, ne? Ich schon. Wenn ich glaube, die wollten uns nur einen Kaffee kaufen, Bro. Bruder, ich glaube nicht nur, dass ihr... Bruder, wenn ihr am helllichten Tag... Wir laufen schneller, die laufen schneller. Wir laufen langsamer, die laufen auch langsamer. Wir gehen da, ja, die haben uns offensichtlicherweise verfolgt, aber ich weiß nicht, was die wollten. Weil ihr müsst euch jetzt denken, also das ist jetzt nicht so zum Flexen, aber Kameras sind teuer. Wir haben beide eine nicht günstige Kamera und wir haben beide ein Handy dabei. Wir haben beide noch ein Handy und alles. Ich habe meins seit drei Tagen, ich habe keinen Bock, dass das jetzt gerippt wird. Ja, ich habe meins so ein bisschen länger, aber ich will auch nicht, dass das hier abgezogen wird, bin ich dir ganz ehrlich. Ja. Aber, ja. Ja, wo gehen wir jetzt essen? Ich will zuerst mal ein bisschen weg hier. Ja. Wir haben es ins Steakhouse geschafft. Ja, die Dudes sind zum Glück nicht mehr hier und wir hoffen, die kommen auch nicht. Ja, die darf trotzdem in der Stadt flocken, aber aufmerksamer sein. Von Orten her. Aber ich denke, es ist eine gute Lesson, die wir da beide mitgenommen haben und es ist nichts passiert. Also wir haben nicht mal mit starkem Schmerz das Lernen dürfen, sondern ohne wirklich etwas zu verlieren, das Ganze lernen dürfen. Also bin ich da dankbar für. Ja, hätte schlimmer sein können. Ja, also ich finde es nicht cool, aber ich bin dankbar, dass wir das immer das Positive sehen. Aber was auch positiv ist, ist, wir kriegen jetzt hier gleich Steak. Fleisch. Am Anfang vom Video habe ich es euch schon gesagt, die ESN Week hat gestartet, das heißt bis zu 70% Rabatt mit dem Code Jeremy, Leute. Bis zu 70% Rabatt, alle Produkte sind rabattiert, alle Produkte, sogar der Rice Pudding ist rabattiert. Rice Pudding ist gerestockt worden und darauf sogar nochmal zusätzlich nur Restock, ja, Restock, okay, Restock ist geil, weil wir mögen Rice Pudding. Aber darauf gibt es nochmal 20% Rabatt, einfach nochmal Restock hier und nochmal BAM, klatscht nochmal 20% Rabatt darauf. Dann gibt es sogar 30% Rabatt, gibt es auf Design Away. Isoclear, Designer Bars. Ihr wisst, es ist essentiell, dass ihr eure Protein Steak. Und es ist zwar nicht essentiell, aber es ist geil, darauf noch Fett zu sparen. Also nehmt euch einen fetten Vorrat mit, holt euch so viel ihr könnt. Holt euch für die nächsten Jahre, wenn ihr genug habt, dass ihr das nächste Jahr nicht mehr bestellen müsst, weil so viel Rabatt gibt's nicht mehr. Und dann zahlt ihr einfach mehr. Und ihr wollt nicht mehr zahlen, ihr wollt weniger zahlen. Also nehmt euch so viel mit, wie ihr könnt.
bei ESN, bei der ESN Week, wo ihr bis zu 70% Rabatt mit dem Gutschein sparen könnt. Ihr habt natürlich ja auch noch alle Produkte eingeblendet, wie viel Rabatt es auf was geben würde. Meine Empfehlungen sind Isoclear, Design Away, Designer Bars, Rice Pudding, Crank Pump Pro, Athlete Stack und für alle, die in der Diät sind, Dietsport Pro und für alle, die im Aufbau sind und einfach richtig strugglen damit, im Aufbau zu sein, Opas. Auf Opas kriegt ihr sogar 70% Rabatt, das ist crazy. Und die Dinger sind einfach für den Aufbau ein kompletter Gamechanger. Wer es mit denen nicht schafft aufzubauen, wer es mit denen nicht schafft, Gewicht zuzunehmen, den weiß ich auch nicht mehr zu helfen, um ehrlich zu sein. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, gönnt euch. Und das Steak ist da. Alter, es sieht richtig geil aus, aber es ist irgendwie billig. Das bisschen ist richtig billig. Wir essen das zu zweit, ne? Wir essen das zu zweit. Naja, wir haben hier sogar noch so Kräuterdinger. Oh, das ist gut. Schön. Boah, ich snack mir jetzt die Pommes von Robin, weil ich esse nicht, aber ich probiere eins. Boah, Alter, Milch. Aber die Situation 5 Euro, ne? Also, Steak wurde vernichtet. Und jetzt geht's um Zahlen. Wir machen aber ein Spiel. Wir nehmen beide eine Karte und geben die der guten Dame. Und die sucht sich dann eine aus. Und der, der die Karte aussucht, der muss zahlen. So, hier muss ich jetzt einer aussuchen. Ja, meine funktioniert meine einfach nicht. Der ist, Can you pick one card? Okay, this one. Okay, ja, ich zahle, Digga. Digga, ich weiß meinen PIN nicht. Dann nimm meine, Bro, scheiße. Also, Jeremy, für dich sieht das Ganze hier nicht so gut aus. Wie geht's noch? Ist das geil? And PIN card, please. PIN. Okay. I know my PIN. Okay. Meine Karte hat jetzt nicht so. Danke, Bro. Also ja, ihr seht, wir sind hier back im Zimmer Hotel Apartamento, sind wir zurück. Alter, wie scheiße sieht das jetzt schon aus, Bruder, wir sind einen Tag hier. Oder? Hey Bro, kann ich mal dieses geile? Nein. Also ist auch geil, aber dieses geile Wassermelone einmal probieren von ja, dir? Ja klar, gönn dir, Bro. Es gibt noch einen sehr, sehr leckeren Geschmack und das ist der? Green Tea Honey nicht, Alter. Er hasst Green Tea Honey. Ich mag Green Tea Honey. Aber! Kaktus hoch! Kaktus hoch! Kaktus hoch! Ich kenne keinen, der Kaktusfrucht nicht gerne hat. Kaktusfrucht ist so ein geiler Isoclear. Bro, sogar das schmeckt einfach jeder gerne. Apropos Supplements, am wichtigsten sind, ihr wisst, Supplements bringen euch alle nichts, wenn ihr nicht genug Proteins konsumiert, weil ohne Proteine baut ihr keine Muskeln auf. Denkt zuerst an die Proteins. Isoclear, Designer Way, Robin fickt die Couch. Ohne Proteine? Keine Gains und keine Muskeln. Keine Muskeln, ohne Proteine, cool. Keine Muskeln. Ihr seid nicht cool. Ihr seid nicht cool. Wenn ihr Proteine konsumiert, seid ihr cooler. Ihr kommt besser bei Frauen an jedes Wochenende mit einer anderen. Sagt nicht, dass es nicht so ist, Alter. Also, ein anderes Thema. Tag 2 ist angebrochen. Wir gehen jetzt. Wohin gehen wir? Wir gehen in die Apotheke. Weil du behindert bist. Wir brauchen ein bisschen Medikamente für deine Behindertheit. Denkst du, da hilft was? Nee, auf ich gar denke, es keinen ist zu Fall. Spät. Bei mir ist schon viel zu spät. Die Apotheke, die lachen mich nur aus, wenn ich komme mit der Scheiße, die ich hab. Geil. Ich weiß hier das Ding und. Das ist riesig. Ist viel größer als unsere beiden Dinger zusammen. Oh. Ich will mit mehr Wasser trinken, Bro. Mach das weg, das fluoridierte Wasser. Let's go. Oh, lecker. Ausgefunden. Name T-Bone Steak. Hast du Bock? Ja, ich hab Hunger. Also, wir können es auf jeden Fall mehr. Lecker, schmecker. 600 Gramm je? Digga, was ist denn das hier für ein Prachtstück, Alter? Einfach so ein Ding Fleisch. Boah, das ist schon lecker. Bruder, probier mal, das ist noch viel krasser als das von gestern. Glaube ich dir Alter. Nicht. Glaube ich dir nicht, Alter. Das gestern war geil. Bruder. Okay. Okay, Bruder. Das ist schon... Das ist wild. Bruder, also ich sage euch ganz ehrlich, das ist richtig geil. Tor, Alter, Tor. Tor, Alter. 2-0. Als wäre das nicht genug, gibt es jetzt noch mehr Fressen. Hühnchen mit Reis. Und hast du Bock? Digga, deine Portion ist einfach viel mal größer. Nein, Bro, das sieht nur so aus. Frech. Wir sind jetzt im Aufzug. Ihr seht, mein Bizeps ist übertrieben klein. Seiner auch, aber was noch viel kleiner ist, wissen wir ja. Jetzt geht's ins Gym. Was ballern ja, wir? Bro, wir ja ballern nichts. Was? Sieht ja mies scheiße aus. Ohne Scheiß, ne? Digga! Jeremy, du hast so einen riesen Penis. Das ist so gelogen. Aus meinem ganzen Freundeskreis, Bruder, Jeremy hat den größten Penis von allen. Ohne Scheiß. Jeremy, das ist Cap, Leute. Ihr könnt mir glauben, ich habe wirklich einen kleinen Penis. Er lügt euch an. Ohne Scheiß, egal. Du hast das lief von dir, Bro. Aber Bro, das du musst jetzt nicht so nett zu mir sein. Bro, real talk, nur weil du mitleidest, dass das meiner so klein ist und kein anderer, den du jemals in deinem Leben gesehen hast. Junge, komm, zieh. Komm, riecht geil. Komm, da geht noch was. Alter, sieht das geil aus, wie die Adern rauskommen, du Pins, Alter, wie an meinem Pins, wenn er hart wird, Alter, komm! Komm, Alter! Komm! Komm, 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 da geht noch einer, komm! Ja, geil, komm!
Komm, weiter, Jeremy. Komm, let's go. Alles Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja gleich nochmal die Bühne. Boom! Haut rein, wir sind raus. Ciao, ciao, bau, bau.